Ja, Dave, du musst dann die Fäuste einfach hochnehmen, weißt du, dann. Hallo Leute, willkommen bei Team Smolik. Was war da denn los? David Russell klatscht mir eine. Skandal. Hast du auch den Krieg gelassen? David Russell am Start mal wieder. Heute geht es um ein Thema, das nicht unbedingt kampfsportbedingt, aber doch eher kampfkunstbedingt. Die osmanische Backpfeife. Das Thema, weil es mich selber auch sehr interessiert. Ich habe keine Ahnung davon. Und der David hat ja schon mal ein Video auf seinem Kanal rausgehauen. Deswegen einmal noch für euch Leute. Ja. Obwohl, bei mir war es mehr eine germanische. Gut, dann haben wir den mal raus. Ganz klar ist es von hier aus erstmal, dass wir nicht mit der Hand schlagen. Ich sage mal ganz gerne zu meinen Leuten, Leute, macht keinen Bitch-Slap. Ja? Also viele denken mal so, osmanische macht man mit dem vorderen. Ja. Denn klassisch ist zwar, aber passiert nicht viel. Das heißt also wirklich einen Bitch-Slap, so einen auf Tussel. Okay. So, ne? Das muss nicht sein. Sondern wir wollen wirklich mit den Handballen zuhauen, was bei uns in der Selbstverteidigung sowieso einer der Primärwaffen ist. Denn wir hauen lieber mit der Handball zu, als mit der Faust, weil wir nicht bandagieren, keine Handschuhe haben und sowas. Okay. Deswegen hauen wir halt sehr gerne mit den Handballen zu. Weil vor allem, wir haben hier wenig Gelenke, sehr hart, sie ist sehr stark und damit macht man eigentlich auch eine osmanische. Gerade so auch Boxautomaten, nächstes Jahr FIBU, hauen wir da mal zusammen. Machen wir den Boxautomat, ist hier mal ein Versprechen. So, okay, auf jeden Fall. Wenn ich eine osmanische mache, hat auch sehr viel was mit der Schrittarbeit zu tun und ein übertriebenes Ausholen. Ja? Das heißt, wenn der Michi zum Beispiel, wie gerade im gefakten Intro zu sehen, ja, Michi in der Deckung steht, würden jetzt viele versuchen, hier halt irgendwie die Deckung reinzukommen, irgendwann sich die Lücke zu öffnen und irgendwann denken, oh, jetzt komme ich rein. Beim Osmanischen setzt man doch sehr gerne ins Yang Kapsau, so heißt das bei uns. Man kann es auch einfach im Deutschen sagen, doppeltes Ziehen, Deckung, Lücke abreißen, wegreißen. Das heißt, ich bin hier, ich sehe, er kommt in der Deckung und ich ziehe hier ab. Dadurch habe ich hier Lücken offen, die ich nutzen kann für die Osmanische. Aber die mache ich jetzt nicht nur so, denn hier hätte ich sehr wenig Power. Ja, ihr kennt selber, der Cross, der hat die meiste Power, das wisst ihr. Den Smolik brauche ich das nicht erklärt, der weiß das sowieso. Deswegen, von hier aus mache ich einen Ersetzungsstep, quasi einen Switch. Ja, ich bin hier, ziehe die Deckung runter, switche und gehe dann in so einem Dreiecksverfahren schon in diese Richtung, wo die osmanische herkommt. Ich brauche auch jetzt keine Angst haben, dass die Deckung oben ist. Das heißt, ich kann vollkommen clever Leng Rocky 3 mäßig rudern. Ja, das heißt, wenn ich hier bin, bin ich hier, boom, da komme ich rein. Ja, das wäre so die osmanische, wird auch sehr oft in der MMA immer noch gemacht. Okay. Gibt es tatsächlich viele, die die osmanische im MMA noch raushauen. Sieht aber halt nicht mit der flachen Hand, oder? Auch, doch auch. Echt, ja? Aber manchmal wird sie auch eher wie so ein Overhead gesehen aus der Notsituation. Ja. Aber viele hauen da tatsächlich auch noch die osmanische mit raus. Ja. Ganz wichtig ist natürlich, bestimmte Kieferpunkte anzuzielen, Knockout-Punkte anzuzielen. Das heißt, ihn jetzt nicht am Jochbein zu treffen, nicht an der Schläfe zu treffen, obwohl das manchmal auch funktioniert, sondern wirklich sagen, ich bin hier wirklich in der Mitte des Kinns, da muss ich hin, da muss mein Handbein rauf, damit dann auch ganz schnell der K.O. da ist. Und gerade dieser Schockmoment, Deckung geht hoch, ich ziehe die Deckung weg. Geil. Bam, hau die osmanische raus. Ihr könnt euer ganze Masse mit reinsetzen, könnt euren ganze Hüfte rumpfteißenmäßig Rumpf reinlegen und dann mit dem Knöchel treffen und dann ist auch meistens aus. Ich denke mal, ähnlich ist es ähnlich wie bei den Boxtechniken. Die Kraft kommt aus den Beinen, aus der Hüfte, ja, Gewicht reinlegen. Im MMA, Nick Diaz fällt mir da spontan ein. Der klatscht auch immer sehr gern als Backpfeife. Genau. Und ist eine coole Sache auf jeden Fall. Im Kickboxen natürlich nicht. Innenhand ist verboten, aber für die Street oder für MMA eine geile Sache. Absolut. Kannte ich selber noch nicht. Ich habe noch eine letzte Frage. Jo. Es gibt ja Mythen über die osmanische Backpfeife. Kann man damit tatsächlich einen töten? Ja, also osmanische Backpfeife, damals die Osmanen haben damit Reiter, die auf einen zugekommen sind, dessen Pferd ausgenockt. Das heißt, dessen Pferde getötet, laut den Mythen. Ob es nun wirklich so ist, ich war nicht dabei, du warst nicht dabei. Wir wollen einfach mal den Geschichten glauben. Ja. Und das heißt so, ich kann mir schon vorstellen, wenn so ein breiter Osmane steht mit seiner Kriegskleidung, quasi nochmal 100 Kilo ihn auf eine Erdanziehung runterzieht und dann osmanisch raus. Könnte das sein? Ich weiß es nicht, aber töten ist sowieso immer so eine Sache. Ich denke leider, dass es so auf der Street leider ist, dass Leute vielleicht den Knockout oben kriegen und dann halt einfach unglücklich auf den Kopf fliegen und dadurch vielleicht dieser Tötung oder dieser Tod dann eintritt, weil halt Schädelbasisbruch, Steinboden ist halt nicht keine Matte, nicht geschützt, nicht gesaved, kein Kopfschutz. Und daher denke ich, dass da wohl eher da der Tod eintreten würde, als nun wirklich bei der osmanischen. Okay, dann wäre das auch geklärt. Vielen Dank für das Tutorial. Osmanische Backpfeife. Richtig, richtig geil. Habe ich wieder was dazugelernt. Check David seinen Kanal. Wie gesagt, ich verlinke es unten. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Und wenn ihr so ein geiles Team Smolik Shirt wollt. Ich habe schon. Du hast schon? Ich habe schon. Team Smolik Shop unten verlinkt. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Das war David Russell und Michael Smolik. Haut rein. Sehr schön.
Dann lass mich aber vor eine Technik machen, wo du dann sagst, so, du stehst zum Beispiel in der Doppeldeckung und dann so mitten im Satz rein, als ob das Video so, nicht von Anfang, so, weißt du? Und dann so mitten im Satz rein, du hast die Deckung hoch und dann sagst, nein, das ist doch wieder, boom, weißt du, dann denken die Leute und dann kommt Schnitt, was du da